Wenn man sich so lange mit Marx beschäftigt hat, wie ich das getan habe, und das hat 1964 begonnen, das ist also eine Weile her, zunächst mit dem jungen Marx und dann später aber auch im Kapital und so weiter, dann bleibt er als eine Folie eigentlich immer im Kopf. Der Anfang war, hatte mit Marx gar nichts zu tun. Ich wollte mich mit Polen beschäftigen und wollte an der deutsch-polnischen Verständigung und Versöhnung arbeiten. Und da dachte ich, wenn ich nach Polen gehe, das ist ein sozialistisches Land, dass ich mich mit dem Marxismus auskennen muss. Das war der Anfang. Das war ein kardinaler Irrtum, aber man kann Polen ganz gut ohne Marxismus verstehen. Aber das hat mich dazu gebracht und ich habe dann ein Proseminar über den jungen Marx gemacht. Und das war einfach intellektuell unglaublich reizvoll. Also ich sehe mich da noch ganz genau, wie ich ganz langsam alles gelesen und exzerpiert habe. Denn die Sätze haben es ja in sich. Die große Frage, wie sich Politik und kapitalistisches Wirtschaftssystem vertragen oder auch nicht vertragen und wie Politik sich dabei durchsetzen kann. Und bei Marx war es ja eher eine prinzipielle Aussage, nicht eine empirisch von den jeweiligen Konstellationen abhängige Aussage. Und für ihn war die Idee, dass letztlich die Revolution, die proletarische Revolution, den Staat überflüssig macht und es sich dann nur noch um eine harmonische Koordination von Wirtschaft handelt. Diese Stelle aus dem dritten Band des Kapitals habe ich gerne immer vorgetragen in Seminaren und Proseminaren. Aber wenn das nun nicht so ist, das heißt, wenn es weiter ein Spannungsverhältnis gibt zwischen Politik und Wirtschaft, dann finde ich, ist das analytische Instrument von Marx sehr interessant. Es kann helfen, die Dinge scharf zu sehen. Das Faszinierende und auch Schwierige bei Marx ist ja, dass er eine wirklich umfassende Theorie hat, die sowohl philosophische, soziale, ökonomische, politische Elemente enthält. Ich glaube, dass die Grundvorstellung, den Kapitalismus systemisch zu sehen, das heißt, die Eigendynamiken zu sehen und nicht die einzelnen Kapitalisten, wie sie denken, fühlen, wie sie vielleicht auch Dinge ändern wollen, so wie Engels ja auch ein Kapitalist war, das ist schon mal sehr wichtig. Es ist ein systemischer Zugang, der aber immer, auch bei anderen systemischen Zugängen, Target Parsons in der Soziologie oder so, die Gefahr birgt, dass es dann gar kein Handlungsfeld mehr geben kann. Das hat mich immer gestört, weil ich immer handlungstheoretisch orientiert war. Aber also dieser systemische Zugang sozusagen als Test, ob man selbst denn realistisch genug ist, wenn man Handlungsspielräume ausmacht und da auch etwas zu bewirken versucht. Das ist etwas sehr Wichtiges. Wie weit sind da notwendige Mechanismen am Werk und wie weit kann man darauf einwirken? Das finde ich sehr wichtig. Also die Grundfrage, ob wir nicht uns mit demokratischer Politik, auch mit sozialdemokratischer Politik in die Tasche lügen und sagen, wir machen das und das bleibt aber bei Kosmetik, ist eine wichtige. Ich weiß von vornherein, dass ich das nie akzeptieren würde, die systemische Antwort, aber man kann sich ja selbst testen. Ich finde aber auch aus den frühen Schriften von Karl Marx, den eher philosophisch beeinflussten, wichtig, was er als Selbstverwirklichung, als für ihn nicht normativ, sondern organisch angelegt in der Geschichte, aber als normative Vorstellung vertritt. Das hat er nicht sich ausgedacht, das kommt aus dem deutschen Idealismus. Das war ja immer bei ihm so gedacht, dass das Bedürfnis nach Konsum abgelöst wird bei einem Menschen, der sich selbst verwirklicht, durch das Bedürfnis nach Produktion, nach Tätigkeit. Und dann braucht man nicht mehr so viele Kleider gleichsam. Auch diesen Gedanken finde ich richtig. Also es gibt einen wichtigen Punkt, der für mich immer bei Marx unzureichend beantwortet war. Das ist die Frage der Entstehung von Konflikten und von Pluralität. Ich denke, die Dimension von zwischenmenschlichen Konflikten ist viel breiter, als er sie
in den Produktionsverhältnissen anlegt, auch wenn man die Produktionsverhältnisse sehr breit versteht. Es gibt Generationenkonflikte, es gibt psychische Konflikte, es gibt so viele andere. Und die werden nicht überflüssig, wenn man die Produktionsverhältnisse revolutioniert. Und dadurch hat er eben immer diese latente Gefahr, totalitär angewendet zu werden. Das habe ich immer als ein Problem angesehen, auch wenn ich ihn persönlich in seinen Intentionen immer dagegen in Schutz nehmen würde. Ich fand auch da nochmal zur Judenfrage zurückzukommen, dass auch seine Überlegungen, wie Werthaltungen und Wertpräferenzen zustande kommen, sehr wichtig und aufschlussreich sind, weil die Art, wie man selbst produziert oder auch wie man in diesem ganzen Wirtschaftsprozess steht, schon auch auf Werte einwirkt. Ich habe später zum Beispiel begriffen, dass ich als Tochter eines verbeamteten Lehrers natürlich überhaupt nicht Erfahrung kannte, die ein Kind eines Unternehmers hatte und jetzt denken wir mal gerade eines nicht so erfolgreichen. Und dieser Zusammenhang zwischen sozialer Stellung und Wertesystem zum Beispiel, das ist bei ihm, denke ich, auch eine wichtige Sache. Ich muss sagen, ich fand diese Komplexität hochreizvoll und ich habe ja dann auch übergewechselt zur Philosophie, mich haben gerade philosophische Texte immer ganz besonders gereizt. Insofern habe ich immer insgesamt das Werk von Marx als unglaublich beeindruckend in seinen vielen Facetten gesehen. Es ist schon ein genialer Denker, ist gar keine Frage. Aber ich habe auch immer jeden Satz gelesen mit der Frage, stimmt das eigentlich oder ist das eigentlich nicht richtig?